Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio in Fast Vanilla. Ja, ihr seht, ich stehe nicht mehr an derselben Stelle wie vorhin, denn ich habe ihn mal schnell ein bisschen umgezogen. Mache immer Screenshots und schaue mir nochmal alles Mögliche an. Und dann habe ich beschlossen, ich habe mal ein paar Speed-Upgrades gemacht, habe mal in die Bänder was rein, habe mal in die Munition was rein. Ich habe die Flaschen rot und grün auch rein und habe da jetzt auch mal was durchlaufen lassen, dass wir auch mal ein wenig weiterkommen, wenn ich dann da oben jetzt ein wenig rumbasteln will muss. Wie gesagt, wir müssen jetzt langsam ans Eisen rankommen, weil sonst haben wir irgendwann ein Riesenproblem. So. Die Forschung oben ist auf jeden Fall auch durchgelaufen. Was macht denn am meisten Sinn? Eigentlich bräuchte ich jetzt die nächste des Substations, aber 300 ist schon ein ganz schöner Batzen, aber ist mir jetzt egal. Es sind auf jeden Fall über 120 von den blauen drin. Ich habe jetzt sehr viele Speed-Module gebaut. Ich werde nochmal. Ah, nee, wir werden es nicht reichen. Stelle ich gerade so fest. Oh mein Gott. Also die da kann ich schon mal auf jeden Fall reinbatzen. Ich habe kein Kupfer mehr. Genau, dann habe ich hier die ganzen Bänder. Jetzt mal auch alle auf eine Linie gezogen. Die haben ja irgendwo da hinten aufgehört. Die sind jetzt alle hierhin. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch gerade hochlaufen. Und ich habe alles. Und ich habe alle Bänder auf Rot geupgradet. Mehr habe ich aber jetzt nicht gemacht. Nicht, dass ich jetzt mir bewusst ist. So, habe ich. Ja. Also. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Auch noch ein bisschen mehr Stahl. Ja, man merkt es nämlich, ne? Also jetzt geht mir das Eisen wirklich langsam aus. Oder auf jeden Fall, der Stahl geht mir jetzt schon aus. Ja, den ändern wir auch gleich mal alles komplett ab auf den neuen, auf den modernen. Ich muss nicht 3000 verschiedene von den Teilen da rum drin haben. Mir reicht eine Sorte. So, und dich? Ich hau ich da rein, dich brauche ich nämlich gar nicht mehr. So. Passt. Nehme ich dich mit. Nehme ich dich auch mit. Ich glaube, ich wollte beim letzten Mal noch Kohle nach oben verfrachten. Aber das ist beim Glauben geblieben. Vermutlich. Sind wieder tausend Sachen bestimmt dazwischen gekommen. So, wir haben mal alles voll mit Kohle, was geht. Ja, jetzt ist nur das Problem, das Plastik, was ich jetzt halt verbraten habe, kann ich jetzt halt nicht ersetzen. Weil da nichts drin ist. Also, Kohle rein. Und du produzierst. Wie ein großer. So, den einen Rahmen habe ich, glaube ich, auch noch drumherum gebaut. Genau. So, und dann heißt es jetzt. Also, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall. Hier kommt schon mal die Stahlkiste hin. Und die werden dann miteinander verbunden. Da haben wir schon mal eine. Das ist schon mal gewollt. Okay. Und dann heißt es jetzt, du kommst jetzt dahin, beziehungsweise
Mehr mache ich jetzt auch nicht. Und mir fällt gerade auf, diese ganzen Hochöfen brauche ich auch nicht mehr. Die kann ich auch gleich in den Recycler schmeißen. Okay. Mal eine blöde Frage, kann ich dich verbrennen? Ich sehe vor lauter. Also den Schmelzofen brauche ich nicht mehr, den Hochofen brauche ich auch nicht mehr. Also, du gehst weg, dann kriege ich wenigstens wieder Stahl raus. So, kann ich dich hier eigentlich verbrennen? Kann nicht verhüttet werden. Okay. Müllverbrennungsanlage wäre nicht schlecht, wo ich da sowas reinballern kann. Ja, ich. Einen kriege ich nie weg. Ja, aber ich darf ja nicht großspurig sein, weil ich muss ja nur dran denken. Ich habe ja noch die kleinen Masten irgendwo rumfliegen. Sehr schön. Also, und ich merke schon wieder, dass ich hier meine Zeit verschwende. Ja, aber ich kann hier halt nichts mehr bauen. Geht nicht. Nein. So, dich nehme ich mit. Und diese Stahlkiste lasse ich jetzt mal da. Da lasse ich jetzt die Kohle da, den Stein da, das Kupfer da. Dann habe ich elektrische Erzförderer 2. Schätze mal, die kommen da rein. Aber es sind 63 Stück drin. Groß. So. Ich hau ich jetzt auch rein. Kriege ich noch einen schönen Stein raus. Aber dran denken, ich habe da noch ein. Da sind nämlich schon 30 Stück drin. Haben wir das letzte Mal ja noch schon reingepfeffert. Habe ich noch nicht mehr rausgenommen. Okay, also 32 Stück. Dann haben wir jetzt das. So. Dann drehen wir dich um. Und wir machen den nächsten Greifarme. So, jetzt ist die Frage, will ich hier mit Greifarmen arbeiten? Ja, aber ich hätte gesagt, sollte ich machen. Weil die anderen sind zwar cool, dass ich die rausziehen kann mit den Teilen hier. Problem ist nur, ich kann die nicht sagen, wohin. So, und dann hätte ich gesagt, wir machen das so. Dann gehen wir rüber. Gehen wir dahin. Okay. Und dann gehen wir auch hier runter. So, und dann gehen wir jetzt dann hier nach oben. Okay, dann haben wir das. 9 habe ich von 21. Dann hätte ich gesagt, machen wir gleich nochmal 10 und ich stelle die schon mal richtig ein. Also der unterste hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. So, dann schauen wir mal.
Schönste ist, dass ich jetzt den dann fertig habe, den ich nicht testen kann. Okay, dann haben wir auch. So, dann nehmen wir jetzt mal die großen. Schaut doch schon mal gut aus. Jetzt ist nur die. Nee, das muss ich andersrum machen. Das ist ja Blödsinn, was ich jetzt gerade getrieben habe. Okay. Perfekt. Also, den haben wir jetzt fertig. Und die kann ich ja auch noch mal beschleunigen. Die zwei machen wir auch gleich mal. Beziehungsweise, na ja doch. So, und jetzt ist die. Jetzt ist halt die Special Frage. Macht es einen Sinn, hier die das Zeug zu kompressen? Ich bin der Meinung, nein. Ich weiß, der Gedanke muss ja auch erstmal reifen. Ich bin der Meinung, das muss anders funktionieren. Dann muss ich mir da auch was anders überlegen, wie ich das jetzt dann mit dem Befüllen mache. Weil ich würde sagen, ich lasse die so, aber das ist hier die Befüllung. Und das Rausgehen ist hier. So. Dann gehe ich jetzt auf jeden Fall mal hin. Alles klar. Also Kupfererz kann ich jetzt löschen. Ist weg. Kohle haben wir. Kohle haben wir noch ein bisschen. Unterwegs. Also ich kann jetzt das alles hier radikal abernten. So, und dann nehmen wir jetzt den hier. Und hauen den auch. Hauen das Holz auch raus. Kaya. Das heißt, wir haben jetzt das hier fertig. Dann, ich habe ja auf der Minimap kann ich eigentlich Markierung hinzufügen. Okay, dann brauche ich dich. Haupt. Bahnhof. So, jetzt bin ich nur beim Überlegen, mache ich jetzt den Hauptbahnhof hier hin? Über die zwei? Oder mache ich den Bahnhof hier hin? Und ich bin der Meinung, ich mache den hier hin. So. Dann heißt es, ich brauche jetzt hier den da. Da kommst du jetzt nämlich. Ja, mache ich jetzt den? Nee, ich mache den.
Ist alles weg. War ja klar, dass man das als erstes hinklatscht, das, was ich nicht, überhaupt nicht brauche. Macht's mal wieder weg. Danke. So. Das lerne ich auch noch irgendwann. So. Das kommt weg. Jawohl. Passt. Keine Steine mehr. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe aber noch hinten welche liegen, ne? Kann ich gleich die ganze Reihe dann auch voll klatschen, wenn ich wieder vorlaufe? So, nehme ich mal gleich 1.500 mit. Ja, nee, das ist ja mein Problem. Ich muss mal schnell hoch gucken, bis ein Plastik geht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das noch alles abreißen darf. Heute. Aber das Schöne ist, gleich unten brauche ich jetzt bald keine Kohle mehr. Halt. So. Kann ich hier nämlich auch schon mal einen Weg fertig machen. Versucht mir alle Steine zu klauen. Ich bin schneller. Nö, bin ich nicht. Bin bald schneller. Was habe ich jetzt noch? 949, passt. Alles klar. So, dann kommt jetzt auf jeden Fall hier das Plastik rein. Dann kommen hier nochmal die rein und die kommen da auch rein. Und dann lasse ich dich jetzt arbeiten. Dann kriege ich hier da hundertprozentig auch noch genügend raus. So, wie schaut es bei den Motoren aus? Da fehlen mir die Pipes. Hätte ich gesagt, okay, schmeiß mal rein. Mir fehlen Zahnräder. Dann hätte ich gesagt, da hole ich mir nochmal welche. Okay, wie schaut's aus? Hast du alles weggekriegt? Nö. Du nicht. So. Auch durch. Perfekt. So, als erstes muss Eisen stehen, danach machen wir gleich als nächstes Kupfer, weil mit dem Kupfer können wir dann testen, ob alles passt. Okay, dann habe ich jetzt dann da vorne auf jeden Fall nochmal den da. Beziehungsweise der muss weg. Passt. So, dann haben wir noch den hier. Haben wir aber auch gelernt. Ne, kann auch weg. Das macht jetzt dann der hier. Aha. Das habe ich gerade, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, der ist dann automatisch ein Untergrundband genommen. Cool. Okay. Also, das haben wir jetzt auch. So, dann heißt es jetzt abreißen.
So, ich bin voll. Ja, das ist nämlich das Schöne, weil Kohle auch nicht mehr. Und ich sehe gerade, Stein habe ich auch keinen. Ja, doch, Stein habe ich noch ein paar. Wie viele Steine habe ich denn noch? 96.000. Ey, ich muss unbedingt Eisen machen. Okay, dann reiße ich mal gleich das da ab. So, und dann kann das nämlich jetzt gleich alles weg. Okay. So, und jetzt zwei Platz. Ja, schaut gut aus. Dann hätte ich gesagt, hau drauf. Okay. Habe ich keine Öfen mehr? 1, 2, 3, 4. Machen wir gleich mit der Hand. War nicht hier nichts dahinter rennen. So, dann brauche ich mal Mauern. Dann auch noch gleich ein Tor rein. Nochmal Mauern. Kommst dahin. Sehr schön. So, und dann heißt das jetzt halt umdrehen. Das kommt jetzt dahin. Und jetzt fließt auch der Käse ab. Kommt drüben an und läuft einwandfrei. Sehr schön. Jetzt muss ich nur aufpassen. Haha, der geht nicht, weil er keinen Strom hat. Muss ich mal nochmal so lang anschließen, bis er Strom hat. Weil das muss ich ja auch alles ändern. Aber mein Inventar muss sauber werden. So, Kupfer kann ich hier reinschmeißen. Eisen kann ich hier reinschmeißen. Ja, nach oben möchte ich rausgehen. Es hat zwar den Vorteil, wenn ich jetzt wenn ich kompress, hat es den Vorteil, dass ich doch, ich glaube, ich bleibe bei Compressed. Ich muss, glaube ich, bei Compressed bleiben. Aber bringt mir nichts, weil hier muss ich sowieso auch ändern. So, also ich, jetzt kommt der Bahnhof, ist jetzt dann hier. Das wird jetzt dann alles abgetragen. Dann hätte ich, dann muss ich hier nach unten. Also das darf ich nicht vergessen. So, wir machen jetzt mal Bahnhofsplanung. Da wieder eine schöne Begründung zu überziehen. Haha. So. Also.
Was ich auf jeden Fall machen muss, ist, ich muss diese Pfosten mitdenken. Die muss ich schon mal so aufstellen. Das ist schon mal das Wichtigste. So, und dann heißt es jetzt. So denken erstmal. Ja, und das ist jetzt schon mal mein Problem. Das kann ich vergessen. Muss den mindestens einen reinziehen. Das muss ich mit beiden machen. So ungefähr, als hätte ich dann doch diese Pöller da, da, dort. Ne, da wäre jetzt ja dann die Kohle. Also da wäre die Kohle, da wäre das Ding. Das heißt, da wäre die Mauer. So, genau. Eins, zwei. Eins, zwei und dann eigentlich der, ne? Ja. Das ist eigentlich richtig. So, du kommst mal da weg. So, eins, zwei und dann kommt der eigentlich hier hin. So, dann ist der richtig. So, auch 1, 2, das heißt, der muss dahin. Und der muss dahin. Okay, dann hätte ich gesagt, kommst du dahin? Du dahin? Ich mach die gleich weg. Nein, das gefällt mir nicht. Ich habe ja hinten arbeiten lassen. Brauche blaue Flaschen. 74% habe ich. Es wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht noch auch noch das schaffen. So, 253 Stück. Jetzt sehen wir die Motoren. Sehr schön. Ah, das sind aber auch 250 Stück. Den habe ich natürlich nur in einen rein. Klar. Das sind jetzt 120 Stück, was er jetzt dann schaffen kann. So, wir lassen den arbeiten. Ich hätte gerne Trambahn, dass ich dann nicht mehr herlaufen muss, sondern herfahren. Okay. Wie gesagt, das muss verlängert werden können bis zu dreimal. Weil irgendwann brauche ich so viel Eisen oder sogar viermal. Ja, dann kann ich sogar hier nochmal einen Ofen dann hinmachen. Weil er dann ja vom unteren dann hochkriegt. So. Jetzt, wenn ich jetzt natürlich überlegen sollte, hier die Schiene hinzusetzen, macht ja absolut keinen Sinn. Weil ich muss ja auch noch. Ja, das ist jetzt der Käse. Ich plane jetzt mal so halb mit. Nehme jetzt mal nur das Eck. Beziehungsweise, Moment, wir schauen mal schnell nach. Du hast jetzt dann eine Kabelreichweite von 24 und einen Versorgungsbereich von 24. Und halt, da kann ich doch auch nachschauen, oder?
Der hat 18. Also das heißt, 24 mal 24. Sind dann 9 in jede Richtung, richtig? 2, 4, 6, 8, 9, ja. Und der andere ist dann 24, also 24 klar durch 12. Geteilt durch 12 ist 2. Nein, 24 geteilt durch 2 ist 12. Das heißt, einen abziehen, das heißt 11 Stück in jede Richtung. Na? Wenn ich jetzt hier 8 habe, sind es dann 3 mehr. Das heißt, wenn ich jetzt dann den hier hinstelle, wäre der jetzt dann hier. Macht aber keinen Sinn. So, als wenn ich dich jetzt dahin mache. Und dahin mache, hätte ich das. Macht wieder keinen Sinn. Also machen wir es 3. So, 3, 3, passt. Okay, also das wird das sein, das Aufbaufeld, was ich brauche. Robotics macht hier keinen Sinn. Ich muss halt nur dran denken, dass die noch ein wenig weiter oben sind. So, ich muss ja auch entleeren. Ich muss in die Hauptlinie entleeren. Also bin ich der Meinung, dass ich die anderen Pfosten brauche. Verdammt. Vorstellungskraft wie ein Backstein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Backstein was vorstellen kann. Außer ein Projektor wirft was drauf. Dann stellt er sich was. Dann stellt er was da. So. Oh, schaut mal, die sind sogar fertig. So, was habe ich jetzt bekommen? 220 Stück. Habe ich auch alles einstecken, dass ich mir notfalls noch welche machen könnte? Nein. Das, was ich gerade gebraucht habe, habe ich verbraten. So. Aber in der Hinsicht können wir gleich einen Weg ziehen. Perfekt. Ganzen Schienen, die wo ich jetzt hier habe, die sind eigentlich alle wie die Katz gewesen. Aber ist egal. Ja, ich bin jetzt der Meinung, 1, 2, 3, dass er hier stehen wird. So. Ich muss ja das aus der. Wenn ich jetzt dich da herstelle, wäre das ja optimal, ne? Willst du auch vorbeikommen? Aber am besten wäre hier die Schiene. Ja, ist ja klar, ne, dass das jetzt im Weg ist. So, wenn ich jetzt eine komplette Kurve machen muss, brauche ich 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück. So, zwei, sagen wir mal, einen freilassen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, das heißt, ich muss bis daher, dann muss ich komplett bis zum Rand.
Na komm, mach blim blim. Sei brav. Mach blim blim. Danke. Basic Reach. Mir egal. Machen wir jetzt. So. Halt, ich brauche 4. Warum mache ich dann 2? Weil es kann oder auch nicht. So. Der ist jetzt komplett eingerahmt. Und den muss ich jetzt so aufstellen, dass der nächste auch so ist. Genauso. So, du kommst weg. Du kommst rein. Aha. Die Frage, mache ich dich hier hin? Mach dich jetzt erstmal hier hin. Und wenn ich dich jetzt hier hin mache, dann ist der auf jeden Fall überlagert, ne? Um 2. So. Ja, mein Problem ist, Ding kann ich so nicht machen. Weil dann kann ich da die Schiene nicht hinsetzen. Also, kommt da nicht die Schiene hin. Okay, dann gehen wir jetzt mal dahin. Aber wir machen es so. So. Ja, mein Problem ist jetzt. Ich habe jetzt hier meinen ich hätte jetzt hier meinen Bahnhof. Oder mache ich den einfach nur als Drehkreis? Das geht jetzt aber heißen, wenn ich jetzt dann hier nochmal einen hinmache. Ja, ich weiß, dass ich außer Reichweite bin. So, das heißt jetzt, ich brauche den Zug hier. Dann mache ich dich auch einen hier. Nee, das muss ich anders machen. Okay. Das kann ich fast so nicht machen. Das muss ich komplett anders denken. So, das heißt, du kommst jetzt dahin, gehst hierhin, gehst komplett zurück. Perfekt.
So, dann gehst du dahin. Ja, und dann mache ich das so. Dann habe ich jetzt zwei Stück zum Wenden. Das heißt, ich gehe jetzt dann hier hin. Schade, dass es keine Weichen gibt. Ja, weil das geht nicht. Ich hätte jetzt in der Mitte eine Lücke. Ich muss mal schnell dich wegmachen. So, wenn ich jetzt dich hier hin mache. Dich auch weg. Und dich darunter mache. Ist kein Ding. So. Nee, ich müsste noch mal einen weiter nach oben. Okay, also kommst jetzt du weg. Ich glaube, ich langsam die Pfosten wieder dahin, wo ich sie brauche. Er ist, glaube ich, einen jetzt weiter unten, ne? Genau. Den kann ich ja sogar so lassen. Wobei, nee. Eigentlich müsste ich jetzt das so machen. Ich komme hier rein. Und ich komme bei dem komme ich hier rein. Dann gehe ich jetzt komplett bis dahin. Und dann gehe ich runter. So. So, bin ich jetzt dahin gegangen? Okay. Jetzt habe ich's. Ja, aber das hier kann ich hier vergessen. Ja, wobei, nee. Das heißt, ich komme jetzt hier rein, dann ist der hier blockiert, dann geht er dann nach unten, fährt hier rum und sonst fährt er da rum. Und einige schon sagen, ey, Alter, was machst denn du? Verwirrt hoch 5000. Ja, aber so komme ich am besten darüber. Basic Reach. Komm, mach mal den Rasenmäher. Der rennt bei mir auch schon gerade im Kopf rum, der Rasenmäher. So, dann heißt es jetzt für mich. Mein Bahnhof ist da oben. Beziehungsweise, nee, den Bahnhof mache ich hier hin.
So, und jetzt heißt es für mich, ich brauche die Bahnstelle, das ist der hier. Genau, hier kommst du rein. Muss ich noch mal gucken. Wenn ich jetzt dich hierhin mache, kann ich hier jetzt noch ein Signal setzen? Ja, kann ich. Ne? So, und ich muss jetzt mal schnell hier die Schanzenschienen wieder abbauen, weil ich jetzt dann nur den großen erstmal mache. Ja, auch renn mal gegen den Pfosten, du Pfosten. Oder bau dann ab. Mann, Mann, Mann. Der Profi. Hat 3 Stunden überlegt, wie er das macht, ne? Und jetzt reißt er das innerhalb der letzten 10 Sekunden wieder ab. In die Spitze, ne? Genau, sagt ihr auch. So, und das reiße ich auch ab. Ich muss es halt nach unten ausgeben. Bringt nichts. So, danke. Also, aber jetzt kommt dann definitiv hier der Bahnhof hin. Wie gesagt, hier kommt der Bahnhof hin. Und das Zugsignal kommt hier hin. So, das ist jetzt, glaube ich, ein Riesenabschnitt. Wie gesagt, geht da weiter. Ist kein Ding. Kann ich mal schnell den Zug abbauen, der wo da oben steht? Signal auch weg. Und die auch gleich mit abbauen. Ich darf jetzt halt nicht doppelseitig denken, ich muss jetzt einseitig denken. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich habe jetzt dann hier meinen Zug. Und der Zug hat 1, 2, 3, 4. Wenn es nach mir gehen, geht sogar 5. So, und dann kriegst du. Achso, Elektro-Eisenbahn habe ich noch mit rein. Brennstoff. Ja, genau, 2 Kohle. Ich bin's. Dann heißt das jetzt für mich. Am meisten Sinn wird es aber machen, wenn ich über die Seite reingehe. Und über die Seite raus. Kommen wir nach oben. Und schaut mal, die Kohle ist auch verbraucht. Jawohl. Also jetzt haben wir alle Erze abgebaut, die wo in der Base waren. Das machen wir auch gleich weg. Das heißt, herzlich willkommen und tschüss. Und dasselbe auch mit dir. Und ich baue jetzt mal die ab, sicherheitshalber. Also das heißt, er haut es dann mit 6, 12, 18, 24 Stück. Haut er das Material raus. Und das muss er dann einfach nur in
Steht da irgendwas dort von der Größe? Also das sind vier. Ich muss mir mal schnell ein Small Warehouse angucken. So als Spielspaß, Spannung als letztes. Der Werkzeuggürtel hört sich doch schon mal an, als wäre das was Sinnvolles. Okay, hat er fertig? Ja, genau. Also, was ich noch sagen wollte, ich habe noch den Mod Electrical, also schon vor der Aufnahmesession, also 2 Folgen vorher, habe ich noch die Elektrolok mit rein. Kommt aber auch erst hier. Finde sowieso, dass von der Eisenbahn her viel zu wenig Möglichkeiten gibt. Aber da wird es bestimmt Mods geben, die wo das können. Aber die kommen nicht mehr rein. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich nur vanillamäßig erweitern. So, das heißt, da kommt jetzt dann die Kohle rein. Die zwei schießen die Kohle zu. Das heißt, da habe ich dann auch auf jeden Fall noch mein Kohlelager. Der geht auf jeden Fall mit 2 Stück da raus und geht hier rein. So, und ich wollte doch jetzt mein nächstes Lager angucken. Genau, das sind jetzt 5. Und das große. Nee, für die paar Sachen bleibe ich jetzt noch schnell da. Ich weiß, recyceln wird recycelt. Klar, ich will ja nicht einfach die 200 Stahlträger herschenken. Ist zum Beispiel noch eine Info, die da fehlt. Feldgröße. So, sehr schön. Ja, das heißt also, ich habe jetzt hier ein Feld, das ist jetzt 6x6. Ich sage, Small ist dann 5x5 und Tiny ist 4x4. Wie gesagt, Materialien sind ja dasselbe. Nur straffer gebaut. So, Werkzeuggürtel ist auch gleich durch. Gott sei Dank war das Ding jetzt voll, weil sonst hätte ich jetzt gerade das komplett Falsche da reingeschmissen. Das heißt, ich habe jetzt da unten noch ein wenig mehr Platz bekommen. Super. Man kann in Minecraft und in Factorio nicht genügend Platz haben. Logistische Wareneinlagerung. Machen wir. Du bist weg. Danke. Und jetzt haben wir dann soweit alles fertig. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal uns definitiv weiter um die Bahn bemühen, dass wir hier jetzt dann mal alles sauber haben. Wie gesagt, ich möchte es ja eigentlich so haben. Ja, da muss ich mir aber was Gewaltiges einfallen lassen, weil mein Problem ist, wenn ich jetzt hier mit 6 Stück reingehe, naja, wobei ich könnte dann mit 3 mit links und 3 mit rechts raus. Problem ist halt nur, die überlagern sich halt. Und das Underground Belt geht nicht. Und wie gesagt, wenn ich von links und von rechts rein will, habe ich ein Problem. Das wird lustig. Da werden wir uns aber das nächste Mal drum kümmern, denn wir haben schon wieder maßlos überzogen. Kennt ihr mich ja. Aber es gibt ja nur 3 Folgen die Woche. Da kann man sich ja auch auf 2 Tage aufteilen, wie ihr gerade lustig seid. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Tipps, Tricks, ab damit in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen
die Folge gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.